Willkommen zu diesem Angespielt. Das ist ein weiteres Spiel aus dem Apple Arcade Store, das irgendwie unterhaltsam ist, sympathisch ist vor allem. Ich lerne hier erstmal die Steuerung. Das war mein Haus, glaube ich, und zum Schlafen ist es zu früh. Dem Bär ist es noch zu früh zum Aufstehen. Mal gucken, was der Waschbär zu sagen hat. Ah, ich sollte mir was zu essen besorgen. Und einen Rucksack spendiert er mir auch noch. Und ich darf mir sogar die Farbe aussuchen. Schön, sieht gut aus. Der Laden ist noch geschlossen. Oh. Wer ist das? Auf jeden Fall erklärt er mir, dass ich auf dem Zeltplatz nichts verloren habe. Und der Waschbär beruhigt mich und meint, ich soll mir keine Sorgen wegen ihm machen. Wir müssen einfach nur unbemerkt schleichen. Als nächstes soll ich die Essenskiste öffnen und sehen, was da drin ist. Und die Sachen kann ich mir in meinen Rucksack rüberziehen. Ein Butter-Snack, meint der Waschbär, aber ich soll ihn noch nicht essen. Das wäre unzivilisiert. Er zeigt mir, wie man richtig isst. Ich soll das Essen hier auf dem Tisch ablegen und es dann essen. Anscheinend war er damit zufrieden, wie ich gegessen habe, und jetzt wird es langsam dunkel und ich soll zurück nach Hause und soll mich hinlegen. Der Ranger pennt. Ich soll mich vorsichtig an ihm vorbeischleichen. Das ist aber gar nicht so einfach. Und er ist aufgewacht, aber ich bin nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Jetzt soll ich mir etwas Schlaf gönnen, bevor ich umkippe. Er kann mich nicht jede Nacht zu meinem Haus tragen. Er macht das, wenn es nötig sein sollte, aber das hat seinen Preis. Meint der Waschbär, und ich muss anscheinend jetzt schlafen, sonst geht es hier nämlich nicht weiter. Ihr habt gesehen, ich habe so ein bisschen Hunger, da muss ich mich später mal drum kümmern. Inzwischen ist der Bär aufgewacht und der Bär hat Hunger und er bittet mich, Bigfoot, ihm Essen zu bringen. Und dafür bezahlt er mich dann auch und
das verdiente Gold kann ich dann wahrscheinlich hier im Shop ausgeben. Mal schauen, was der Waschbär zu sagen hat. Ach, der betreibt den Laden direkt und meint, ich soll mich einfach umschauen. Da ich aber sowieso noch kein Gold habe und mir nichts leisten kann, schaue ich da wohl später nochmal rein. Werde ich erstmal den Campern hier das Essen klauen. Von irgendwas muss ich mich schließlich ernähren. Glück gehabt, würde ich sagen. Ah, in diesem Häuschen kann ich mich auch verstecken. Schön, gut zu wissen. Hier gibt es Würstchen, frisch vom Grill. Das lasse ich mir natürlich auch nicht zweimal sagen. Da ist der Fuchs und der Fuchs hat einen Auftrag für mich. Das lohnt sich sogar, ich würde da 43 Gold für bekommen, aber ich habe erstmal andere Pläne. Ich möchte mich hier erstmal umschauen in Ruhe. Mal schauen, was hinter dem Wasserfall ist. Das ist ja ein Rollenspielergeheimnis, ein seit Zelda mindestens, das zumindest ab und zu mal was hinter einem Wasserfall verborgen ist, und das ist auch in diesem Spiel so. Nur leider sehe ich hier überhaupt nichts. Aber das hat sich gelohnt, hier war ordentlich Gold drin und das ist sogar eins von 18 geheimen Verstecken. Interessant. Das Versteck hinterm Wasserfall. So langsam sollte ich mal wieder etwas essen.
Wer riecht Essen? Und er gibt mir da sogar 18 Gold dafür und rechnet das hier ordentlich ab. Das Gold kann ich jetzt wieder im Shop reinvestieren. Der Bär ist sehr glücklich. Ich kaufe mir als erstes mal die Karte hier, die es mir erlaubt, schnell nach Hause zu reisen. Ich glaube, die anderen Sachen kann ich mir eh nicht leisten im Moment. Mit der Schaufel könnte ich einen Schatz ausgraben. Ja, und das war's im Prinzip auch schon wieder. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Mir macht das irgendwie Spaß, obwohl es doch eher ein Spiel für Kinder zu sein scheint. Wenn ihr wollt, mache ich mal noch eine zweite Folge bei nächster Gelegenheit.